So, weiter geht's mit Super Mario 64, 64, whatever. Decades later. Wuhu, überhaupt nicht lang der Name. Wobei, im Endeffekt, ich sollte es einfach nur Decades later nennen. Aber das klingt irgendwie merkwürdig, wenn ich Super Mario 64 nicht vorher sage, aber okay. Einigen wir uns auf SM 64 Decades later? Vielleicht denke ich am nächsten Mal dran. Vielleicht doch nicht. So, und so schnell kann ich mit Bullshit 30 Sekunden füllen. Oh Scheiße. Das wird Dienstag interessant. Und Sonntagabend und Montag. Sonntagabend Präsentation im Discord, Montag im Büro und ach, Donnerstag. Dienstag mündliche Prüfung. Und ich habe jetzt schon eine Dreiviertelminute. Holy, und ich habe nichts gemacht. Ich habe nur dumm vor mich hergelabert. Eieieiei. Okay, gut. Ja. So mal 64, Decades Later. Ich sollte mal anfangen zu spielen. Bin schön, wie unnötig ich einfach Speicherplatz bei Google belege mit sowas. Eieiei. Hatte ich mit dir gesprochen? Hi, I've read a cannon for you. Offenbar. Gut, ja, wo habe ich letztes Mal aufgehört? Letztes Mal war, glaube ich. Ne, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Mittwochabend, oder? Gestern da habe ich, glaube ich, Genshin aufgenommen, eine Stunde. Ne, fast zwei sogar. Ja, doch, habe ich. Gut, ja, ich habe, glaube ich, vier Kurse von 15 mindestens. Wobei ich gerade nur irgendwie 14 sehe im Start. Ne, doch, da oben rechts der letzte 15. Okay, gut. Wo hat er die anderen 30 Sterne bitte alle reingesprenkelt? Aber okay. Big Boo's Forest. Nicht mehr Fortress oder Schloss, sondern Forest, okay. Toxic Swamp Rats. Jetzt nicht wirklich so die creepy Musik, aber okay. Ich finde es aber schön, dass der Level mit den roten Münzen anfängt, aus irgendwelchen Gründen. Ha. Gut. Ah, irgendwie habe ich gar kein großes Gesprächsthema. Ich war bis gerade noch im Discord und habe irgendwie erst mit Pat eine Stunde knapp so gelabert, ein bisschen über Politik und Co. Dann habe ich nebenbei den Wahl-O-Mat gemacht und dann haben wir uns dieses Summer Game Fest angeguckt, eine Dreiviertelstunde oder so. Ich wollte das eigentlich gar nicht gucken, aber ich habe es am Ende jetzt doch geguckt. Naja, wieso sammle ich schon wieder jeden scheiß Gegner ein? Warte mal. Ganz kurz. Da sind die Roten, das ist, da will ich ja noch gar nicht hin. Irgendwie ist die Kamera gerade blöd gewesen, weil ich vor mich nicht wirklich sehe, was da kommt. Ah. Nein. Manchmal ist die Kamera dann doch besser. Gut. Ach so. Ach, das sehe ich jetzt erst. Ach so. Hier sind die Gitter und hier ist der normale Level wie sonst. Und es ist von außen, glaube ich, ein bisschen kleiner. Kann das sein? Es ist quasi einfach nur außen rum jetzt, was noch dazu gekommen. Oh. Das ist nett. Das ist nice. Ich finde es trotzdem interessant, dass es mit roten Münzen anfängt. Fairerweise sind sie, glaube ich, ein bisschen besser als im Default-Spiel, aber okay. Wobei die in dem Schloss selber jetzt auch nicht so schlecht waren eigentlich. Muss man schon sagen. Aber gut, es sind noch 50 Münzen, komm. Gib mir die irgendwie schnell. Ich möchte. Bringt mir das irgendwas, außer dass ich hier schnell hin und her komme? Kann ich damit irgendwas schaffen? Kamera? Nee, nicht wirklich, oder? Ist aber schön, dass hier König Buhu Texturen sind und nicht nur Big Buu. Aber okay. Ich glaube, es ist echt einfach nur zum schnellen Reisen um das Schloss herum, oder? Ich glaube. Gut. Könntest du dich bitte auf mich fokussieren? Hallo. Das soll mal einer nachvollziehen. So, und das waren schon 5 Minuten. Was jetzt irgendwie gefühlt viel länger vorkam als die ersten 45 Sekunden, aber okay. Und jetzt hätte ich ein Drittel der Zeit schon gebraucht. Boah. Es wird interessant. Eventuell muss ich gegen Ende ein bisschen drumherum reden mit Zukunftsplanung bei der Software. Warum stehen hier einfach ein paar Bücher random rum? Ah.
Achso, ach stimmt, ich habe hier schon die Cap. Warte. Wieso ist hier eine rote Münze? Gibt es zweimal rote Münzen? Halt. Hätte vorher nach dem Schalter gucken sollen, wo er Sachen spawnt. Verdammt. Okay. Dann so. Okay, die Zimmer sind größer geworden. Kann das sein? Durch? Nein, kann ich nicht. Okay. Ist das das Pianozimmer? Ja, ach, hier ist jetzt die ganze Bühne. Oh mein Gott. Bist du immer noch böse? Ja, du bist immer noch böse, okay. Irgendwie habe ich gerade Probleme mit der Kamera. Ein bisschen. Dass die durch jede Wand halt geht, aber. Oh, die Eingangshalle. Überall liegt jetzt Teppich. Cool. Nice. Von außen ist das Gefühl kleiner geworden, von innen größer. Was steht hier? Oh, there is enter my mansion. You are here to collect the red rent. What? Find it yourself. You want to fight me? Go ahead if you can. Even find me. Your lucky to Paul won't help you much with all these walls here. Maybe you should stay in Mario Camp before you start whining. Ja, das habe ich mir gerade schon gedacht, so ein bisschen. Das ist darauf anliegt, dass man die Kamera wechselt. Fairerweise, es ist halt in solchen Gegenden immer ganz gut, glaube ich. Aber selbst wenn. Ich meine, sie funktioniert ja relativ gut sogar jetzt hier. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Draußen sollte ich aber vielleicht wieder auf Lucky Two wechseln. Das wäre böse gewesen. Und du hast meine letzten roten 5. Ach, roten 5 Münzen, genau. Könntest du mich targeten, damit du dich mitdrehst? Ja. Geht doch. Und hab den 9 Münzstern. Der eigentlich nur ein 80 Münzstern ist, aber. Denken wir mal, sind 80. Gut. Ich sollte vielleicht sollte ich einfach mal. Boah, ja, also ich sollte halt vor Sonntag definitiv einmal selber zumindest meine Präsentation so üben. Damit ich grob weiß, was ich sagen möchte. Ich überlege gerade nur, wie ich das am besten mache. Nehme ich das nebenbei auf? Vielleicht. Oh, ich nehme es einfach auf und übertrage das dann im Discord, sodass keiner im Nachhinein. Eigentlich müsste man sowas machen. Ich meine, Großpräsentationen wie irgendwelche Gaming-Events sind auch im Voraus aufgezeichnet meist. Ach, der zählt die Münzen innen und außen unterschiedlich. Ah, okay, habe ich mir schon fast gedacht, aber das ist interessant. Das heißt, die Level hat zweimal 8 rote Münzen. Interessant. Wow. Im Moment hatte ich da Angst. Auch nur für einen Moment. Kann ich hier rutschen? Nein. Muss ich ja nicht alle 8 bekommen oder reichen auch hier 6? Weil nur 6 Stück wären halt hier relativ easy, glaube ich. Und ich meine noch, dass der Level so ein bisschen was von dem Goomba-Boss-Level aus 64 DS hat. Es sind die gleichen Texturen auf dem Boden. Es ist der lila Sumpfkram, der einen instant killt in der Theorie. Komme ich von hier aus dahin? Ah, nee, ist unsichtbare Wand, oder? Ja, wir sehen, dass da eine Münze ist und wir sehen, dass da. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Das war ein sehr wagemutiger blinder Sprung. Ich wollte eigentlich sagen, wir ignorieren die Münzen, aber wenn man so relativ easy sammeln kann, so wie hier, dann nehme ich sie doch mit. Warum auch nicht? Also gut, der Level besteht irgendwie nur aus Sumpf drumherum, aber gefällt mir trotzdem, dass man nicht einfach so random ins Schloss geworfen wird mit nichts drumherum. Von daher, ja. Save and continue. Blablub. Merry-go-rounds Ghost Problem. Okay. Ja, ab jetzt bin ich hier draußen noch eigentlich durch, oder nicht? Eigentlich muss ich doch jetzt nur. Kann ich nicht einfach hier durch in den Keller? Müsste ich doch eigentlich können, oder? Oh, kein Fahrstuhl, sondern die komischen Blöcke. Warum ist hier random Wasser? Oh, ein Exit-Sign. Das ist nett.
Das gefällt mir. Du gehörst nicht dazu, zu denen, die ich haben will, oder? Er hat gesagt, ich soll die Kamera nehmen. Ich glaube, seitdem ich damals irgendwann mal im Netz gelesen habe, dass man die so umbringen kann, ich habe die nie wieder auf normalem Wege bekämpft. Hier wären so viele Münzen gewesen. Oh, damn. Du bist nicht... Ich finde es auch wieder interessant, wie mir damals als Kind nie aufgefallen ist, dass die gleichen Sounds machen wie die Wumms. Quasi. Warum machen die in diesem Teil keine eigenen Geräusche? Das heißt, in Mario Party 1 hatten die das erste Mal eigene Geräusche, oder? Kann das sein? Wahrscheinlich. Und irgendwie geht das bei erstaunlicherweise extrem schnell im Verhältnis. Secret of the Haunted Box. Okay. Von mir aus, Haunted Box. Sind die immer noch da, wo sie vorher waren? Ich hoffe. Da sehe ich ein Bücherregal. Das habe ich gerade schon gelesen. Also ignorieren. Die Bücherei war doch hier sonst, glaube ich, oder? Ja. Dann kann man nämlich hier dahin gucken. Und da ist auch ein Stern. Ach nee, ist das jetzt ein Labyrinth? Ich finde die Kamera jetzt hier gerade irgendwie unpraktischer. Jetzt sag mir nicht, ich brauche hier eine Vanish Cap. Aus dem Eingangsbereich oder so. Verdammt. Ja, da hinten sehe ich eine, definitiv. Moment. Das heißt, das ist quasi gleich aufgebaut. Es ist alles deutlich größer geworden. Geht der Boden hier auch kaputt oder weg? Ach so, der Boden ist einfach direkt schon nicht da. Okay. Kann ich durch die Glaswand hier durchspringen? Nein, kann ich nicht. Das reicht doch jetzt schon wieder nicht an Zeit. Reicht nur, warte mal, wenn ich durch Glas sowieso nicht mit der durchkomme. Hab ich was in der Bücherei übersehen? Muss ja eigentlich. Da ist ein Buch, glaube ich, an dem Bücherregal gewesen. Das reicht nie im Leben bis dahin. Secret of the Haunted Box. Okay. Machen wir mal so. Aha. Ja, so zum Thema, die Mario Cam ist besser. Hier ist die Toilette. Bringt mir das irgendwas jetzt hier? Ah, es geht noch höher. Okay. Ja, ja, Mario Cam ist für den Arsch. Oh, scheiße. Ja gut, dann komme ich einfach jetzt hier hinter die Wand und komme durch die Tür und komme zu meinem Stern. Okay. Boing. 14 Minuten, so, und jetzt wäre quasi schon die Prüfung zu Ende fast. Boah, ich weiß echt nicht, ob ich da so lange drüber reden kann. Also klar, ich könnte viel dazu sagen, aber geordnet. Hui. Big Boost Balcony. Ich meine, für eine 4 sollte es alle mal reichen. Und danach bin ich arbeitslos. Noch habe ich keinen Folgevertrag, also... Ich bin zwar schon eingeplant und... Damals im Vorstellungsgespräch hieß es, ja, mir egal, ob du dicker bist oder fetter bist oder wie auch immer. Das ist nicht der Wortlaut gewesen, aber es ging nach dem Prinzip. 10 Jahre müsstest du mindestens wohl durchhalten. Ja, gut. Das war so die erste Aussage, mehr oder weniger. Und dann gab es das Praktikum und dann kam der ganze Rest. Was soll ich machen? Zum Balkon.
Ja, das ist doch eigentlich ja nicht hier langweilig. Doch, ist es. Ja. Tatsache, hier sind Bücher. Okay. Wie gesagt, ich habe noch keinen Folgevertrag, aber vor 2 Wochen meinte er so, erstmal warten, ob du verlängern musst oder ob du bestehst. Dann kann man darüber reden. Muss ich sowieso mich dann mit der Personalabteilung zusammensetzen. Irgendwie so, ja, 2,8 brutto Minimum, sonst macht eure ABS-Kacke alleine. Keine Ahnung. Nee, also fairerweise, wir sind jetzt schon dran, ja, was ist dran, mal überlegen. Doch, irgendwie überlegen wir schon so ein bisschen momentan. Eigentlich bräuchten wir schon noch einen dritten irgendwie wieder. Also klar, je nachdem, wie das gerade so Auftragslage ist, sind wir mit 2 schon eigentlich zu viele in gewisser Weise, aber wenn es halt dann echt in Zukunft mehrere Anlagen auf einmal parallel gibt, was geplant ist, die alle mit Software ausgestattet sein sollen, dann sind halt wirklich wir zu zweit schon fast... Achso, warte mal, kann ich einfach hier hoch? Oh mein Gott. Ja gut. Quite a scary place, ain't it? Say, the big boo painting in the bedroom seems quite weird. I hear whatever might be behind it is a maze of doors. They say you can need to take 2 different directions at first and then repeat them again. Also links, rechts und dann links, rechts. Cool, danke für den Secret Star Hinweis. Weh, ich brauche jetzt gleich hier eine... Jetzt lass mich doch einfach da hoch. So. Lass sie raten, wie gesagt. Die Vanish Cap brauche ich doch bestimmt jetzt nicht dafür, oder? Hier oben? Ist das der... Ja, das ist der Eingangsbereich. Okay, interessant. Was soll ich mit der Vanish Cap? Ist das ein Schalter, wieder nach oben zu kommen? Ja, ist es. Okay. Und genau sowas ist es, was ich sehen möchte. Oh, fuck, sowas nicht. Ich will irgendeine Art Checkpoint-System in Hex sehen. Dass man Wege nicht unnötig doppelt laufen muss. Dafür weiß man halt rein gar nichts. Es geht ums Schaffen und nicht ums Schaffen hintereinander weg. Geht zum Teufel. Ja gut, ganz normal wie immer wahrscheinlich. Kann man hier sogar... Nein, man kann nicht einfacher hochlaufen. Okay, scheiße, was? Das Dach macht mir gerade Probleme. What? Nein, 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 nein! Oh boy. Ey, da waren blaue Münzen. Was ist das für ein blauer... Also warte mal, kann ich... Ah, komme ich mit dem hier hoch genug aufs Dach rauf? Ja. Theoretisch ja. Moment. Kann ich da stehen? Okay. Come on, jetzt lass mich da nicht hin. Soll einfach zur Mitte, habe ich recht? Dann gehe ich halt zur Mitte. Ach so, da sind Sims, auf denen ich stehen kann. Ah, sag das doch mal einer. Es gibt hier einen sinnvollen Weg hoch. Oh mein Gott. Ja, ist ja gut. Ich mache den Level so, wie er gewollt ist. Schön mit den Treppenstufen auf dem Dach. Nichts mit hochklettern. Und ich meinte gerade noch, das Level geht relativ schnell. Irgendwie dauert er jetzt auch doch schon wieder 20 Minuten. 19, fairerweise. Aber, okay. Gut. Doch nur 2 Kurse, die ich wieder schaffe heute. Red Rand of the Mansion. Ja. Finde ich interessant, dass das echt gesplittet worden ist. Aber von mir aus. Ich meine, für draußen gibt es nicht wirklich viele Sterne dann. Hm. Ach, ich mach den üblichen Weg von unten links an.
Aber ich verstehe schon, was er meint. Es ist eigentlich nur ein Remix, wie man sich das als Kind vorgestellt hat, wie es aussehen könnte oder wie es ausgesehen hat. Dahinter ist jetzt eine rote Münze, das weiß ich. Aber hier ist keine Vanish Cap, kann das sein? Oder? Aber hier war doch eine Vanish Cap, oder nicht? Das von außen ja, von innen anscheinend nicht. Ach so, ja, die oben kann ich theoretisch nehmen. Aber will ich extra deswegen komplett einmal rum? Weiß nicht. Muss nicht sein. Das war der Raum mit den... Ja, okay. Den Raum verstehe ich, weil... Hier war ja sonst nur... Das mit den Gittern, was komplett random war irgendwie. Ohne Sinn und Verstand. Da hat er jetzt eine Küche draus gemacht. Und da ist ein Badezimmer oder so? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Fällt auch gerade auf, wir haben es kurz nach 12 und ich habe meine Genshin-Kommission schon wieder vergessen einzusammeln. Das war schon gegen 9 und da war ich sogar, glaube ich, nee, da lag ich auf dem Bett, glaube ich, gerade noch, aber grundsätzlich hätte ich die einsammeln müssen. Jetzt muss ich sie wieder bis morgen Mittag um 3 laufen lassen. Verdammt. Warte mal, wieso bin ich jetzt da oben gegangen? Ich will unten noch weiter gucken. Zack. Gab's den Bereich gerade eben schon da unten? Sieht irgendwie creepy aus von hier oben. Ja gut, okay, manche Räume sind mit der Cam besser. To be fair. Aber nur manche. Was haben wir hier? Das ist keine Kette zum Festhalten. Wie ich gerade gemerkt habe. Und die Cam zackt wieder gerade so ein bisschen. Eigentlich wollte ich auch streamen heute Abend, aber irgendwie habe ich dann so spontan mich dazu entschieden, nachdem ich länger im Discord war als gedacht, einfach nur eine Runde aufzunehmen. Wie gesagt, wir haben es jetzt auch schon wieder 10 nach 12. Und quasi Viertel vor 12 war ich aus dem Discord raus und das ist halt die Frage, wie lange ich mache. Mache ich bis halb? Mache ich bis Viertel vor? 10 vor? Ich frage, ob ich noch was anderes machen möchte heute Abend, großartig. Nicht so wirklich. Ich muss meine Genshin Dailies noch machen. Und das war's dann auch schon. Und jetzt bin ich verwirrt. Warte mal. Bin ich jetzt gerade einmal außenrum lang gegangen? Wait a second, was? Ja, ich bin quasi darunter gefallen. Dann kann man durch. Ah, okay, ja, aber es gibt nur einen Ausweg. Der eine Weg raus ist quasi hier. Wie im Vanilla-Spiel, okay. Aber ich glaube, fairerweise, hätte Nintendo damals mehr Erfahrung gehabt und mehr Hardware-Möglichkeiten, was Texturen und so weiter angeht und alles drum und dran. Wobei das hier ist ein Hex-Edit anscheinend, so ein, ja, einfach nur Code-Edit und so weiter. Also eigentlich müsste das jetzt Vanilla Mario 64 sein, ohne jegliche Optimierung und Co. Dementsprechend müsste man eigentlich doch meinen, in dem Fall, dass Nintendo sowas hätte auch damals hinbekommen können. Sie haben es halt sehr simpel gehalten. Aus welchen Gründen auch immer. Ihnen ist nicht mehr eingefallen, sie mussten schnell was rausbringen, damit sie irgendwie Geld machen können, ich habe keine Ahnung. Aber grundsätzlich, ich bin natürlich noch falsch rumgegangen, wie immer. Ist halt wirklich Vanilla Mario 64 so gesehen, was die Möglichkeiten hier angeht. War hier nicht irgendwo eine rote Münze? Ja. In der bin ich überhaupt hergekommen. War nicht sonst auch immer hier noch eine rote Münze? Achso, die war da hinterm Vorhang, genau. Gut. Ja. Wie gesagt, also, es sind auch relativ viele simple Formen halt, die hier sind. Aber trotzdem haben die so ein bisschen mehr. Also, die haben ein bisschen mehr Charme. Ein bisschen mehr Detail. Wäre das Spiel vielleicht ein Jahr später rausgekommen und die hätten noch ein bisschen mehr Map-Design machen können?
Wäre dann Mario 64 noch besser geworden, als was es eigentlich schon war? Bestimmt. Wollte gerade sagen, warum existiert das Ganze hier, aber es gibt eine rote Münze. Zack. Weil viele Level sind halt wirklich, muss man sagen, so ein bisschen nicht allzu gut gealtert oder optimiert in Mario 64. Zum Beispiel, es gibt auch zwei Schneelevel. Da hätte man auch ein Level draus machen können. Theoretisch. Oliver Gumba ist auch so ein Level, der an sich von der Idee ganz nett ist. Aber im Endeffekt ist es halt eine kleine fliegende Insel mit ein paar geometrischen Figuren. Von daher. Jetzt ist auch nicht runterreden. Ich mag Mario 64 im Base Game. Aber gerade hier sieht man halt, was hätte draus werden können. Was wäre, wenn? Der Raum ist kacke, was die Cam angeht. Und ich bin mir sicher, hier müsste eine rote Münze sein. Die war sonst auch mal eine. In der Badewanne? In der Badewanne. Und die andere Seite an Räumen kennen wir, glaube ich, jetzt auch schon. Wir wissen auch, wo da eine rote Münze mindestens ist. Ist mir aber egal, ich will einfach nur den Stern. Es sind 8 verteilt, man muss aber nur 6 finden. Was das Ganze einfacher macht oder optionaler. Man kann sich seinen Weg selber suchen, so ein bisschen. 26 Minuten. Und ich nehme alles zurück, der Level ist doch nicht schneller. Big Blue's Forest, Forgotten Hall, Spanish Cap. Das wird jetzt interessant. Das muss ja jetzt oben auf der rechten Seite sein, da ist auch die Vanish Cap. Ist nur die Frage, wo ist das Schlafzimmer, so gesehen? Ach, da wo die Särge waren. Und da muss ich dann mit der Vanish Cap hin. Okay, verstehe. Die haben quasi den Geheimraum davon losgelöst. So ein bisschen. Also ich mache das jetzt einfach ohne es zu überprüfen. Ich gehe davon aus, dass es so richtig ist, wie ich es mir denke. Wo kam eigentlich der Scuttlebug her? Ich weiß gar nicht, wie die komischen Spinnen im Deutschen heißen. Im Englischen sind es, glaube ich, die Scuttlebugs. Die mit den so und so vielen Inputs, um irgendwelche Backwards, Long Jump Speed Dinge aufzubauen, um durch mehrere Dimensionen zu fliegen. Mein gesamtes Speedrunner-Wissen irgendwie habe ich auch nur aus, wer heißt das jetzt? Aus, Achso, ich sollte in das große Buu-Gemälde. Ist es jetzt der richtige Level-Ausgang? Jo, oder ist das das Secret? Es wird der richtige Level sein. Wieso ist eigentlich die Default-Musik bei der Cap jetzt gerade? Ne, sie doch nicht. Ich dachte gerade, es wäre eine andere. You fool, you have made your way back to my old maze. Sadly, I'm not here anymore, so I can't lead you with my voice. I'm sure you remember how you saved your brother back in the day. Das ist jetzt eine Anspielung an Super Mario 64, oder? Also, 64 DS. Alter, als ob ich jetzt noch weiß, woher, wie der Weg war, damals. Gerade auch schon mal nicht. Rechts. Aber es wird der DS-Teil geport. Scheiße. Oh fuck, das zieht mir Leben ab. Rechts, links. Zwei verschiedene Wege und dann nochmal. Rechts, links. Okay. Oh, you did remember the path. Or were you just trying random doors until you found out your way here? Genau das. Well, too bad for you. I moved the bridges up a floor. Think outside the box to get up there. Or turn back and cry. Ich hab eine Idee, aber die ist dumm. Die Kamera ist beschissen. Die Idee war dumm.
Ja, die Idee ist dumm. Kann ich hier einfach eine Tür weiter oben nehmen? Oh, das gefällt mir nicht. Oh, das gefällt mir nicht. Oh, das gefällt mir. Ja. Okay, doch. Ergibt doch Sinn. Und das soll jetzt outside the box sein? Ich weiß ja nicht. Nicht wirklich. Wie fair. Zack, aber es gibt kein Buch heute. Oh. 30 Minuten für einen Scheißkurs! Da hätte ich im Original nie im Leben so lange für gebraucht. Also im Originalzustand. War es auch der letzte? Ja, war ja. Gut, welcher Kurs war jetzt Kurs 6? Das war. Oh nein, grüne Giftgrotte. Oh Gott. Oh boy. Kann ich noch woanders hin, rein zufällig? Ich glaube nicht, oder? Nee. Eieiei. Boah, ich merke aber auch gerade, ich bin heute schon eine Stunde eher aufgestanden als sonst. Nee, eigentlich bin ich sogar noch eine Stunde und halb fast sogar. Und ich merke, wie meine Augen jetzt schon müde werden. Eventuell sollte ich auch nicht so spät ins Bett gehen heute, auch wenn ich könnte. Ist halt Freitag. Habe ich nichts von, eigentlich. So, 30 Sterne nicht. Jetzt müsste die Tür hier sein. 30 Sterne ist dann so gesehen. Was nochmal gewesen? Weiß ich gar nicht. Komme ich gerade nicht drauf. Also 6 ist Hazy Maze Cave. Grüne Giftgrotte. Hi. Thanks for unlocking the Vanish Cap. Now I can finally exit the small room. You will know how long I've been stuck here. Speaking of the Vanish Cap, the mirror in the top floor area is weird. There's a blue box in it. But where I am not, it seems to be nothing. Weird. Anyway, I found the star in the small room. You probably need it, right? You did save me. So here you go. Okay. Wie im Original. Gleicher Raum. Quasi. Kann ich hier auch noch durch? Nein, kann ich nicht. Komme ich auch so eigentlich durch? Oh, komme ich nicht. Interessant. Gut, Hazy Maze Cave. Swimming Beast in the Cavern. Hazy Maze Sewers. Okay. Das wird ein nerviger Level. Ich würde sogar fast sagen, hier lohnt es sich erst einmal so ein bisschen sich an sich umzugucken. Und dann das Upgraden auf Münzen sammeln. Wobei. Nee, komm. Erstmal umgucken mit Münzen und dann alles andere normal machen. Das hier ist irgendwie einfacher als im Original, kann das sein? Verdammt. Die geben nur einmal. Wo sind die Flammen? Zack. Beim Ernst, irgendwie. Es ist im Original schwerer. Oh boy, ist das jetzt hier groß. Aber gefällt mir. Vor allem halt unterm Schloss das Sewer-Thema als eine Höhle, anstatt einer Höhle. Das wiederum ist interessant, dass hier das Wasser sich nicht mischt, aber okay. Da dürfte es dann Richtung Gas Chambers gehen. Das müsste der Ausgang sein, glaube ich. Ne, das ist der Eingang. Was war das andere denn da? Also das ist Weg rüber, kann das sein? Auf die andere Seite. Ja. Hier, da gibt es gut Münzen unter Wasser. Würde ich mir eigentlich ganz gerne gönnen gleich. Scheiße, wie groß hat er den Raum bitte gemacht? Eieiei. Hier, die Münzen haben so einen kleinen Clipping-Fehler, aber. Okay.
Gibt's noch mehr? Okay. Frage. Kann ich darauf stehen? Okay, das ist Verarsche. Von unten killt es mich nicht, aber von oben. Interessant. Kommt irgendwas so hinterm Wasserfall, oder? Nee? Hm. Oh, da oben sind Münzen. Was? Ihr schuldet mir jetzt Münzen? Ihr schuldet mir Münzen, habe ich gesagt. Oh, das ist interessant. Das ist mies. Das weiß er auch. Ist das Giftnebel oder? Ja, es ist Giftnebel. Das ist der gleiche Aufbau. Ah, hier ist mein blauer Münzschalter, das ist gut. Münzen, das gefällt mir. Oh, sogar noch mehr Münzen. Die kriegt man noch nie. Wie soll man die alle jemals einsammeln? Holy shit. Oder was kann ich direkt mit den roten Münzen hier kombinieren? Das ist super. Und das war jetzt erstaunlicherweise schnell und einfach. Nice. Ja, ja, you've collected. Warte, von da kam ich, glaube ich, gerade, oder? Und hier würde ich wahrscheinlich von oben runterfallen aus dem anderen Raum, ja. Da war eine Münze. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Wow. Wo ist man in dem Battle Cap, wenn man sie mal braucht? Oh, das gefällt mir nicht. Ich finde übrigens fragwürdig, dass die Montys nie Münzen geben. Das ist mies, das Loch im Boden. Warte, nee, hier ist ein Weg. Ah, hier ist das Herz wieder. Okay. Okay. Zumindest keine dummen roten Münzen. Ist das ein Block aus Mario Sunshine mit Sand? Ja, das war dumm. Das ist sehr, sehr dumm. Wieso bist du so dick? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Einfach so. Einfach so. Gut, und da ist die letzte, die ich glaube ich brauche. Kann das sein? Wenn ich aber eh schon hier bin, kann ich auch noch hier lang gehen, theoretisch. Oh boy. Oder auch nicht. Ah. Ja gut. 108 rote Münzen. Das heißt, das habe ich schon mal. Toxic Maze Red Coins. Mhm. Das ist sogar eine gute Umsetzung von dem Maze im Endeffekt. Swimming Beast in the Cavern immer noch. Okay. Ja, komm, dann gehe ich jetzt die Wege, die ich eigentlich erkennen müsste. Aber es sieht echt awesome aus, die Level. Bisher war jetzt keiner bei, der mir nicht gefallen hat, glaube ich. Außer der Schneeberg, weil der pink war, aber... Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe was gegen pinkes Eis. Ich weiß gar nicht, an welches Spiel mich das erinnert. Irgendein Spiel hatte auch pinkes Eis. Und das hat mir nicht gefallen. Könnte Ocarina of Time oder Majora's Mask gewesen sein. Wow, das war gefährlich. Achso, das ist der normale Weg. Und da steht so ein grauer Schalter. Warte mal, war nicht über mir hier eigentlich noch ein Gitter?
Ja, und das kann ich diesmal nicht nutzen, um mich durchzuglitschen anscheinend. Nein, kann ich nicht. Schade. Das Gift ist das Instant-Kill-Zeugs. Sie raten, jetzt bin ich wieder hier. Sie. Ja, eigentlich will ich ja zu Nessie. Die ist im Englischen, glaube ich, Dory, oder? Glaube. Da oben ist sogar ein Stern. Okay. Okay, darüber komme ich da nicht hin. Ich glaube, ich muss niesen. Irgendwie. Ja, nee, doch nicht. Doch, nein. Nee. Gut. Dann hat sich das. Oing. Okay. Achso, weil sie wissen, dass eh jeder runterspringt. Okay, das. Also sie vor allem. Ich sage immer sie, aber eigentlich ist es ja nur er gewesen. Hauptsächlich. Mit Unterstützung von ein paar anderen vielleicht, aber grundsätzlich. Das meiste war halt Bro Dude. So, das ist interessant. Okay. Hat was? Willst nicht weiter in die Richtung. Weil den Kopf packst du schon runter. Okay, jetzt der Starter komme ich nicht hin, aber ich komme so in die Mitte. Und dann, ja. Gut. Noch irgendwas, was ich hier machen könnte, wenn ich jetzt schon hier bin? Könnte ich versuchen, umzufahren mit ihr? Aber das wird nichts. Okay. Oh, ich hasse es, im Wasser zu schwimmen. Oh, das werde ich bereuen. Ah, doch nicht. Wobei, ha? Ich kann hier hochklettern? Oh mein Gott. Das ist awesome. Das fand ich jetzt awesome. Das war super. Nice. Swimming Beast in the Cavern. Dup, dup. Green rides atop the sewers. Green rides atop the sewers. Das ist dann hier, würde ich behaupten, oder? Ist auch schon wie hier mal ein Bergwerk gewesen ist anscheinend. Neben der Kanalisation. Gut, da werde ich jetzt wahrscheinlich da hinten aber unten drunter durch müssen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Da ist auch eine Metal Cap, okay. Brauche ich die? Nee, oder? Das wurde nicht gesagt. In der Beschreibung der Map. Oder? Nein, brauche ich nicht. Das ist schon wieder ein anderer Stern. Wie ich halt eiskalt immer dran wegglitsche. Bullshit. War ein harter Bullshit. Das schaffe ich nie im Leben mit der restlichen Kappe. Erstmal runterfallen war halt nicht allzu geil. Gut. Bullshit! Wieso? Was das soll, weiß ich nicht. Ob ich einfach nicht auf sowas. Nicht euer Scheiß Ernst. Ich lande ganz klar auf dem Ding und ich werde einfach runtergeschoben. Bullshit, das war auch beim letzten Mal schon so. Mittig. Aha, ich wollte gerade sagen. Da konnte ich mich jetzt nicht runterholen.
Das hätte ich nicht akzeptiert. Boah, haben wir sogar schon recht knapp bemessen hier. Mit der Mütze. Dafür gab es einen Stern, was? Interessant. Metalhead Mario can move. Metal Cap. Okay. Verletzte. Green Rise atop the Sewers. Okay, jeder Level hat so ungefähr einen Cap-Stern. Kann das sein? Da bin ich auch verwirrt. Wo muss ich denn dann hin? Das heißt, irgendwas im ersten Abteil anscheinend. Ah. Irgendwas hier im ersten Teil. Muss ich. Okay, das geht nicht. Das bringt mir nichts. Ach, ich hätte da über den grünen Kack rübergekonnt anscheinend. Ja, gut, okay. Na gut, ich habe den Metal Cap gebraucht. Das war klar, dass das nicht der richtige Stern ist, aber wenn ich schon da bin, kann ich noch holen. Den muss ich ja so oder so. Von daher. Ja. Und das gefällt mir nicht. Oh, ich bin. Riskieren oder Münzen holen? Kann ich nicht einfach so machen? Ja, kann ich. So. Und jetzt bin ich oben drüber. Was war das? Aha. Ah, das ist der Reset-Schalter für die Dinger. Ah. Okay, keine automatische Fahrt, ich muss mir das selber einteilen. Fahren die gleichzeitig oder muss ich die abwechselnd nutzen? Oh, das ist doch. Oh nein, ist das dumm. Oh Gott. Achso, ich kann einfach da durchfahren? Okay, what? Ne, da war einfach Platz zwischen. Okay, gut. Wollte gerade sagen, hä? Das war interessant. Nein! Nein! Oh boy. Why? Es gibt keinen Shortweg hoch. Oh man. Oh, hier ist noch eine Box. Mit Münzen. Eieiei, okay. Das. Klar, braucht man nicht. Es sind jetzt ein paar Meter, die ich jetzt nur gehen muss im Endeffekt. Also jetzt hier über einen Rücksitzpunkt rumheulen ist halt echt hohes Niveau gerade, aber prinzipiell, wenn er schon die Möglichkeit hat, dann kann er sie auch überall nutzen. Bin ich der Meinung. Ja, das ist glaube ich relativ einfach, sogar die zu nutzen. Ja, gut. Dass der jetzt hier so viel Speed verliert, gefällt mir aber nicht. Ich könnte jetzt ein Save setzen, einfach nur um Zeit zu sparen, dass ich wieder hier hochrennen muss. Weil wirklich sterben kann ich hier nicht. Von daher. Oh, hier habe ich jetzt sogar ein bisschen Angst. Brauche ich den noch? I don't care. Man hätte ihn bestimmt nutzen können. Muss es aber nicht. Das hat gerade so ein bisschen was von der ganz alten Minecraft Jump and Run Map, die ich mal gespielt habe vor 10 Jahren oder so. Die hieß, glaube ich, einfach nur Lava Jump. Die sah echt billig aus. Hat irgendwann mit World Edit einfach nur in die Welt ein Loch reingehauen, Wasserfälle und Lavafälle und Höhleneingänge an den Wänden gelassen und dann einfach Räume noch reingeschlagen und Parcours außen über Lava. Ich weiß nicht, das erste Mal habe ich sie gesehen bei. Oh Gott, wie hieß er? Moment. Ich weiß, welchen Charakter er erfunden hat, in Anführungsstrichen. Mr. Epic Man und Rainer Bananenkranz. Wie hieß der Typ nochmal? Scheiße. Der hatte auch die Apokalyptiker-Story in Minecraft gebracht.
die im Endeffekt, glaube ich, nur eine Fallout-Minecraft-Parodie war irgendwie, aber okay. Welchen habe ich jetzt eigentlich eingesammelt? Den richtigen, glaube ich, ja, habe ich. Wie hieß er denn nochmal? Mr. Gamecraft oder so, kann das sein? Ich weiß es nicht. Where the Rolling Rocks came from. Ja, das ist dann wieder links lang. Aber wann rollten da wirklich gerade noch Beine? Ja, nein, vielleicht. Wahrscheinlich, hab aber nicht drauf geachtet. Einer ist noch über mir. Das weiß ich auch noch. Muss ja nicht hier einer sein. Also die Steine sind gar nicht mehr da. Ja. Die rollen doch nicht mehr. Aber where they came from? Die kamen mal von hier. Mhm. Ah, ist das der Weg, um über das Loch zu kommen, quasi da hinten? Ja, muss. Das war gefährlich. Ich glaube gerade, dass da unten ist Instant Death Zeugs. Und nein, das ist doch nicht der. Weil hier ist mir schon ein Stern drin. Was mich wieder wundert. Bis jetzt hier schon einer ist. Where the Rolling Rocks came from, ja. Okay. Wie komme ich jetzt nochmal an den Ständern oben rein? Amazing Emergency Exit. Achso, ja, ja, genau. Über den Exit eigentlich. Das war der, den man immer so schön skippen kann. Da war ja was. Das Maze, was geskippt werden kann, den man einfach durch den Boden glitscht. Ja. Awesome. War nicht der blaue Schalter einfach nur dafür da, um einen Weg zu zeigen? Ich glaube ja, oder? So. Au. Gut. Ich denke mal, als ich jetzt nach dem Level hier Schluss machen, habe ich knapp eine Stunde gespielt. Und dann haben wir es auch schon. Ja, wir haben es halt viel vor eins. Ich hätte halt nicht so lange im Discord hocken sollen, aber es ist halt irgendwie ganz nett, mal mit Pattern zu labern, wenn der alleine im Discord gerade hockt und auf jemanden wartet. Bin schön, er war eine Er hat sich mit Jussi zum Gamefest Stream anschauen verabredet anscheinend. Aber ich sollte einfach weitergehen. Ich sollte nicht weitergehen. Oh Scheiße. Oh Scheiße, ich werde sterben. Bin das erste Mal im scheiß Gift gestorben, glaube ich. Zumindest in einem vanillamäßigen Hack. Oh boy. Das ist irgendwie gerade traurig. Okay. Weil ich die rote Münze erst haben wollte, nicht einfach weitergerannt bin. Ah. Gott. Was soll's. Ist jetzt ja nicht so die Welt der Weg. Ist jetzt ja nicht so, als ob ich jetzt irgendwie 5 Millimeter Sprünge machen müsste, hintereinander weg, um da hinzukommen. Muss nur 30 Sekunden ungefähr in eine Richtung rennen. Also einen Weg abrennen. So, da kam ich auch das letzte Mal. Ich geh jetzt einfach rechts rum. Da ist auch der P-Schalter. Gut. Ja. Ne, wie gesagt, das Ganze hätte wieder mit Pat dann mal im Discord zu sitzen, wenn kein anderer da ist, mit Pat über irgendwelchen Kram zu labern. Auch wenn Pat laut werden musste, oder gefühlt laut geworden ist ein bisschen. Und sie irgendwie unangenehm war im Nachhinein, aber okay. Merke, nicht mit Pat über Politik reden. Vor allem nicht, wenn man nicht Pats allgemeiner Meinung ist. Das ist nichts gegen Pats Meinung, aber das ist halt so diese Ansicht, die Pat hat. Dieses Gutmenschenmäßige. Nein. Kann man nicht wirklich alles so handhaben. Ich meine, es kann sein, dass zeitweise halt auch, wenn bestimmte Länder besetzt waren, beziehungsweise bestimmte große Länder in bestimmten Ländern, die der Welt Probleme machen, weitestgehend, ihre Truppen hatten, dass es da vielleicht zu dem Zeitpunkt etwas besser war, aber es war nicht wirklich gut. Und das wundert mich. Warte, was? Ich wollte gerade sagen, warum ist hier eine Sternenbox? Das gibt keinen Sinn. Wollte ich gerade sagen, der Stern war doch hier. Hä? Okay. Oh, aber das nervige Gehangel ist weg. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt hier rutsche, oder? Nee, ich rutsche nicht.
Okay. Das ist sogar in gewisser Weise irgendwie schwieriger. Nicht komplett, aber etwas. Ich liebe das Feinjustieren mit den Kamera-Buttons, was in meinem Fall der rechte Stick ist, aber okay. Uff. So. Gut. Amazing Emergency Exit. Save and Continue. Ja, 55 Minuten, eine Stunde. Noch ein Kurs wäre jetzt zu lang. Auch wenn, also wie gesagt, für Lava Lagoon ist mein Highscore im Base Game, glaube ich, 6 oder 7 Minuten. Weil der halt recht klein ist und schnell ist. Gehe ich hier eigentlich drauf? Nein, ich dachte, ich müsste ihm. Was ist dann? Moment. Wenn ich hier nicht einsinke in der Lava, für was ist dann bitte hier oben die Shell da? Das wollte ich nicht. Wie gesagt, wenn das nicht für den Sand da ist. Warte. Aha. Aha. Ah. Interessant. You, I'll hand me brood. Oh wait, it's you again, Mario. Guess I should have expected as much. Yes, I do got stars again. I can give you one of them if you are so desire. The other one, say, see the other door up there. Get one of the 41 stars and I'll show up again. I'm going to give you the last star to unlock whatever is behind that. 141, okay, interessant. Ist das die Stuff-Only-Tür oder welche ist das? Ah, die Tür. Das heißt, ich kann 141 Sterne, muss ich vorher holen, dann kriege ich von ihm Sterne, dann komme ich. Ah, 142 komme ich da durch, okay. Interessant. Ich wollte gerade sagen, was ist denn die Shell dann bitte da? Ich habe den ganzen Typen hier in der Ecke gar nicht mehr gesehen. Und das nur, weil ich jetzt hier auch rumprobiert habe. Nice. Gut. Die Musik ist recht chillig. Ist zwar jetzt noch nicht mein Favorit, aber sie ist trotzdem chillig. Gut. 7. Kurs 7. Current 57, also etwas mehr als ein Drittel. 79 kann ich gerade kriegen. 150 sind es insgesamt. Ja. 136 kann ich haben, aktuell insgesamt, oder? Ja, doch, müsste 136 sein, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Mich triggert es irgendwie, dass der Second Floor über dem First Floor ist. Also, es macht. Grundsätzlich, es ergibt Sinn mit dem Display. Es geht halt unten los. Second Basement, First Basement, Castle Grounds, First Floor, Second Floor. Das ergibt schon Sinn irgendwie. Das heißt, Kurs 15 ist aber außerhalb von Second Floor, was interessant ist. Was auch kein Namen an sich irgendwie hat anscheinend. Aber man geht eigentlich von oben links nach unten rechts, aber er hat einfach unten links angefangen, wie eine Art Turm. Von mir aus. Kann man machen. Ist ein bisschen verwirrend, wenn man auf dem First Floor anfängt und mittendrin die Sterne holt. Die Reihenfolge 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4 ist auch irgendwie komisch, aber naja. Was soll's. Gut, das wird wahrscheinlich nicht die letzte Aufnahme fürs Wochenende gewesen sein. Sonntag gegen Mittag vielleicht nochmal. Nachmittag werde ich wahrscheinlich dann ein bisschen Minecraft Dungeons spielen, genauso wie morgen Abend, also Samstagabend. Vielleicht werde ich morgen noch ein bisschen was aufnehmen über den Tag verteilt. Und inzwischen muss ich halt so ein paar Sachen noch für Dienstag vorbereiten. Aber gut. Ich glaube, durchspielen werde ich den Hack jetzt nicht am Wochenende. Müsste ich schon echt drauf committen. Das waren jetzt halt 14 Sterne in einer Stunde. Ich habe noch 100, 90, 90,
Das wären, wenn ich 10 pro Stunde hole, wenn es noch 9 Stunden. Ja, ist halt doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Aber langwieriger. Die Level sind halt auch größer als die Base-Game-Dinger. Deswegen passt es ja auch ganz gut. Und es sind mehr Sterne als im Base-Game. Das vergesse ich auch die ganze Zeit. Es gibt ja mehr Sterne auch. 30 Stück. Sind die auch alle abgebildet? Also, da sind die Kurse. Die Kurse sind wie viele? 15 mal 7, 70, 105, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Second Basement. 7, 37 plus 6, 43. 43 plus 105, 148. Entweder habe ich irgendwie mich verzählt oder auf dem Display fehlen ein oder zwei Sterne. Aber okay. Ah, MIP 2 at 144 Stars. Okay. Verstehe. Toad plus MIPS 1. Aha. Bowser 2. Metal Cap. Ring Cap. B1. First Star plus Overworld Rats. Gray Switch Palace. Aha. Toad. End 1. BR, whatever. Bowser 3. S, S extra, F. Okay, interessant. Gut, hatte ich schon gespeichert? Weiß nicht, jetzt habe ich es nochmal gemacht. Gut. Dann, wie gesagt, würde ich wahrscheinlich morgen irgendwann weitermachen. Jetzt haben wir 10 vor. Ich werde wahrscheinlich jetzt noch die Folge Magic Kaito zu Ende gucken, nebenbei meine Dailies machen und dann wahrscheinlich ins Bett gehen. Muss es ja nicht auf Teufel komm raus jetzt hinauszögern, dass ich länger wach bleibe als nötig. Auch wenn ich jetzt eh schon wieder auf meinem normalen Rhythmus bin. Wobei, halb. Ja, doch, ja. Es ist 1 Uhr, eigentlich müsste ich jetzt ins Bett gehen und müsste halt bis um 9 schlafen. Dann habe ich meinen normalen Rhythmus. Oder einen guten Rhythmus. Aber, ja, was soll's. Ich sag ciao und bis dann.